Hi, wir grüßen euch. Normalerweise kennt ihr Benny und mich nur mit großen Wälzen auf den Armen, aber wir können auch richtig leicht unterwegs sein und dabei tolle Barsche hier in Spanien fangen. Dropshot ist jetzt angesagt, Jungs. Der Benny hält es hinten schon hoch. Der Quantum Slantry wird es richten und wir nehmen euch jetzt mit und zeigen euch mal, was das für eine fantastische Fischerei hier ist. Slantry vom Quantum fängt auf Ansage. Jetzt Schlag auf Schlag, also den Slantry solltet ihr euch als Vertikalangler auf jeden Fall mal anschauen. Wir fangen hier Barsch auf Barsch. Sogar richtig schöne Fische dabei. Komplett weginhaliert. Hier ist der Übeltäter. Eine ganz schlichte Körperform, kaum Action und da stehen halt die Barsche drauf. Das imitiert hier perfekt die Beutefische. Komplett weginhaliert das Teil, Wahnsinn! Wahnsinn, das macht Laune, Jungs. Dieser Köder imitiert perfekt hier die natürliche Nahrung. Kleine Laub, kleine Rotaugen, die hier rumflitzen. Also Fisch da nicht zu groß. Ganz tolles, fantastisches Angeln. Tolle Fische.
Ja, sind ein bisschen launisch zur Zeit, die Zander. Ein bisschen mit den Farben experimentiert, aber jetzt nochmal ein. Tolle Barsche hier in Spanien. Also die Population ist in den letzten Jahren so rapide angestiegen, dass schon eigentlich der Schwarzbarsch von den Flussbarschen hier verdrängt wird. Absoluter Wahnsinn, tolle Fische. Ich will euch noch mal kurz was zur Montage zeigen. Das Dropshot-Angeln ist denkbar einfach. Das könnt ihr überall, auch zu Hause in euren Gewässern, ohne Probleme umsetzen. Am Ende der Schnur haben wir die Quantum Dropshot-Bleie. Diese werden einfach eingehangen, je nach Tiefe, wie ihr euren Köder führen wollt. Da habt ihr unten so eine Klammer dran, die wird einfach in die Schnur eingeklipst. In unserem Fall circa 15 cm weiter oben der Dropshot-Haken. Schöne aggressive Spitze benutzen wir da. Der Dropshot-Köder, das habt ihr jetzt ein paar Mal gesehen, wird einfach in dem Fall ganz einfach vorne auf diesen Haken aufgefädelt. Das ist keine große Kunst. Über den Kopf rein, bis kurz hinter die Augen, den Haken durchgestochen, dann schön vorne auf den Knoten draufgeschoben. So muss das aussehen. Die Barsche und die Zander attackieren direkt den Kopf des Köders. Und dann eine schöne harmonische Form. Das Landry zum Beispiel von Quantum. Natürliche Form, natürliche Farbe, der fängt Zander und Barsch. Das ist der Wahnsinn. Die ganze Montage wird abgerundet durch ein 60 bis 80 cm langes Fluorcarbon-Vorfach. Wir benutzen hier die Stärke 25. Im Rhein oder in den deutschen Flüssen mit viel Steinkontakt könnt ihr auch ruhig auf 30, 35 gehen. Hier bei den Barschen und bei den Zandern hat es super sich bewährt, das Carbon-Vorfach, und selbst sogar Zander oder kleinere Waller konnte man damit landen. Ich hoffe, die Session mit Benny und mir hat euch gefallen. Ein Zander, ungefähr 10 Barsche haben wir jetzt in kurzer Angelzeit. Vielleicht waren wir 20 Minuten jetzt unterwegs, drauf gehabt. Coole Sache, probiert es aus. Wie gesagt, nicht nur in Spanien, auch zu Hause an euren Flüssen und euren Seen. Dropshot rockt. Bis dann, euer Stefan.